Meine Damen und Herren, die Katastrophe ist da. Die verhängnisvolle Entwicklung ist kaum noch zu stoppen. Sie wissen alle, wovon ich rede. Von unserer Jugend. Jüngstes Beispiel, die CDU hat festgestellt, dass die Jugend aller Schichten sich ihrer Partei von Jahr zu Jahr zunehmend völlig verschließt. Und in Berlin wählten bereits bis zu 50% der Erstwähler diese AL. Es geht hier nicht um Rocker, Gammler und Studenten. Es geht um die Jugend, um die Zukunft der Nation, um uns. Als Vorsitzende des Rundfunkrats, Katholikin, Hauseigentümerin und Frau, rufe ich Ihnen zu, retten wir uns vor unserer Jugend. Retten wir unsere Jugend. Wir müssen uns mehr um die Jugend bemühen, sonst kann es uns blühen, dass sie uns vergisst. Pensionen und Renten, wer soll uns die wahren in einigen Jahren? Ich sag's, wie es ist, drum rette, wer was retten kann. Wir müssen an die Jugend ran, wir müssen an die Jugend ran. Die Jugend ist eine gesellschaftliche Randgruppe, wie die Behinderten, Homosexuellen, Stadtstreicher und Gastarbeiter. Ja, Sie müssen sich das einmal bildlich vorstellen. Wie einen Teller oder eine Schüssel. Wir die Mitte, sie der Rand. Wir haben heute schon einen sehr großen Rand. Wenn der nun immer größer wird, so wird der Verlust der Mitte immer eklatanter. Die Entwicklung läuft darauf hinaus, dass wir eines Tages vom Rand entweder plattgewalzt oder zweites Modell, angespitzt in den Boden gerammt werden. Das Wort Rand kommt schließlich vom lateinischen Randale, randalieren. Wenn wir also dem Jugendlichen zurufen, halt den Rand, so hat es auch seinen guten Grund. Wir müssen uns jetzt um die Jugend mehr sorgen, nicht hoffen auf morgen, sonst ist sie bald hin. Sich bloß zu entrüsten, das wäre das Verkehrte. Die Jugend braucht Werte, sie braucht einen Sinn. Was wirklich nicht so schwer sein kann, wir müssen an die Jugend ran, wir müssen an die Jugend ran. Was heißt das denn eigentlich? Bankrott aller Werte, Verlust der Mitte. Wir sind doch da, wir verkörpern sie doch. Wir müssen der Jugend nur helfen, dass sie wieder unterscheiden lernt zwischen Grundwerten und Grundübeln, Recht und Unrecht, Gut und Böse, Freiheit und Sozialismus. Wie aber, und da trifft uns von den Medien eine besonders schwere Verantwortung, wie führt man die Jugend wieder hin zu den ewigen Werten? Ne? Tja, also bestimmt nicht mit dem Verstand. Dieses dauernde, penetrante Vernünfteln, Kritteln, Hinterfragen, das unsere Anstalten seit der APO-Zeit immer noch nicht lassen können, das ist doch eine der Hauptursachen unseres heutigen Nihilismus. Eine SFB-Sendung wie Denkste für Jugendliche, die darf es einfach nicht geben. Warum nicht? Fühlste, ahnste, glaubste. Noch schlimmer dieses ZDF-Jugendmagazin direkt. Warum nicht irgendwie? Ein schöner Titel wäre auch Der Bock. Nein, nicht der Blaue. Einfach Der Bock. Vom Frust zum Bock. Aufbauend, meine Damen und Herren. Wir müssen die Herzen der Jugend erreichen, die Seelen erweichen, solange es noch geht. Den Ekel vor Pünken und Freaks unterdrücken, ins Auge ihnen blicken mit Autorität. Sonst sind wir dran mit Maus und Mann, wir müssen an die Jugend ran, wir müssen an die Jugend ran. Wichtig ist dabei, dass der Jugendliche in seiner eigenen Sprache angesprochen wird. So sollte der Moderator von Jugendsendungen, statt den üblichen tierischen Wichs zu schieben, ganz easy klar machen, dass einige nicht ungeile Beiträge angesagt seien und er es wirklich ätzend fände, wenn die Kumpels sie sich einziehen würden. Sollte er dies
voll cool bringen, so dürfte sich dem Jugendlichen ein echt geiles Feeling vermitteln, das ihn totaler anmacht als dieser beknackte Dialog des Dr. Glotz, der ja doch wieder nur den kalten Verstand antörnt. One, two, three, four. Wir müssen uns endlich der Jugend zuneigen. Wir müssen ihr zeigen, wie es lang geht und wie. Denn irgendwie sind sie trotz allem nicht minder. Naja, unsere Kinder, es scheint nur nicht so. Schnell greift der Tod den Menschen an. Wir müssen an die Jugend ran. Wir müssen an die Jugend ran. Eins ist jedenfalls klar. Diese Typen werden uns überleben. Alle. Um Jahrzehnte. Dazu sind sie tierisch entschlossen. Deshalb bekämpfen sie ja auch in ihrem grenzenlosen Egoismus unsere Kernkraftwerke, die uns Wohlstand und Arbeitsplätze sichern. Nur weil sie keine Lust haben, später einmal den Abfall aus der Welt zu schaffen. Das nenne ich asozial. Wir müssen uns schwer um die Jugend bemühen, sonst wird's uns bald blühen, dass sie uns vergisst. Pensionen und Renten, wer soll uns die sichern, wenn die bloß blöd kichern? Das ist doch der Mist. Drum feste drauf, sonst sind wir dran. Wir müssen an die Jugend ran. Wir müssen an die Jugend ran.